wir haben uns anlässlich zum 1. Februar mit Melissa Unger in ihrer Höhle. Ihre Oma Wanda kommt aus einer von den Pionieren in Irland. Also, was hat deine Oma dir alles erzählt? Wie wir dann in Russland? Dass es sehr viel Sicherheit hat und ihre Sester sind manchen Schratz eingejuckt. Sie wird immer auf dem Stollen auf einer Gruppe an der Windrichtung anwiesen, zu beschützen. Und die Sester hat dann auf dem Schratz eingejuckt und dann einmal versucht, nach einem Baren in einer Gruppe an den Blumen zu holen. Für ihre Sester. Und dann kommen die Eltern früh und sie sind Fuß runter hier. Und dann chillt er immer durch den Hausarrest. Sie wären viel Lied in einem Dorf, wären sie. So circa ein paar hundert Lied. Und immer die ganze Familie wieder eigentlich in dem Dorf. Und sie wären alle kleine Bürger. Sie hatten Schule, Church, Friedhof und auch eine Hiese. Sie hatten dann nicht so, dass sie pachten oder so. Und die wären ca. 10 Kilometer Aufstand vom anderen Dorf. Sie wären, das wäre sehr kalt auf einmal und sie würden alles selbst anpflanzen. Und wer würde dann, als erst verschwinden musste? Was passiert dann? Man musste sehr schön alles zupacken. Und wenn die russische Soldaten kommen, ja. Und das kriegt die sehr lange Zeit, aber auch die Flüchte die auch lange Zeit. Viele Häuser in Dörfern wurden so angebrannt und man musste schwimmen rennen, um solche Fotos zu kommen, sonst verbrennt man eigentlich auch mehr. Und wie alt war deine Oma, als sie erst verschwinden musste? 1941 war sie 10 Jahre alt. Und bei Dörfern hat sie noch keinen Gottesdienst in der Schule oder ich für Christlied erlebt. Am Sonntag hatte sie bloß jeden Tienden da. Und sie durfte keinen Gottesdienst oder Sonntagsschule haben. Alle wären noch, die ganze Familie dort wäre nach Sibirien geschickt worden. Aber der Kutscher sieht, als sie in Christen, die X unterwegs haben, die nach Russland blieben, die fuhren nach Alexandertal. Der hing im Marienthal in einer deutschen Schule 2 Jahre lang. Ging der da und ihre erste Lektion war Jakobs Traum. Und das war für alle so wichtig, weil sie auch den Traum hat, mal endlich Frieden zu holen. Für alle war das angeleiflich. Sie durfte weiter beten, Gott loben und alles Christliche war da drin. Am 12. September 1943 wieder dann, wir wogen und wogen, weil die Flüchtlinge alle, die sind ganz weit hintereinander. Tschee und Pier, die nicht gebraucht worden wären zum Tratschen, die hat man hingebungen zum aus Reserve oder aus Tomalchen und so was. Damit sie auch was zum Eten haben. Sie haben eigentlich nichts zum Eten. Das war all kalt und der Wagen rief 35 Kilometer lang. Und das war dann wieder Flucht. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer sie dann vorgedreht haben, aber das ging ganz langsam. Die waren ca. 1 Jahr in Polen und dann mussten sie, sie waren Soldaten gekommen und dann auch 1 Jahr in Deutschland. In beiden Ländern wurde sie Geld abgenommen und dann musste sie leider weiter weg. Nach Holland, ca. 1 Jahr. 1 Jahr nach Holland. Mit dem Chef Volendam nach Paraguay, 3 Wege, Bad Buenos Aires über dem Atlantischen Ozean von Holland, dann no Buenos Aires. In Paraguay war wie Revolution. In Bad May bleiben sie dann in Buenos Aires. Dann mit dem Schiff noch. Dann fuhren sie noch Casado, Paraguay. Dann noch mit der Bimmelbahn war da Bad Kilometer 44. Bad Kilometer 144. Da waren die alte Männer. Hast du dir auch mal erzählt, was der 1. Februar von Irland bedient?
Am 1. Februar ist ein Dienstag von einer Auswanderung. Von den deutschen Mennoniten, die in Amerika, Berlin, der Töpfsommer. Und der MCC, der dann die ganze Flucht bei Nylon fördert. Die Amerikaner, die sind dort sind von Anselin. Und weil die Russen dachten, sie hätten Flüchtlinge da gemacht. Und dann, die wollten auch nicht, wenn es dort aufgegangen ist. Und dann ging das auf einmal auf und dann schwimmt ab dem Schöpfholen dann auf. Dort ein paar Tage all da am Hofer stand und das muss die betulen, weil man den nur Tag da betulen. Und sie haben die Bestimmung vom Schöpf verteilt. Was passiert da? Was dran da an dem Schöpf? Die Lied aus der Wale die sind sehr hoch gewesen. Manchmal sind die Wale bald hier gewesen, die wäre hier manchmal auch angedreht. Und dann sehr viel wäre seekrank und dann würde sie eine, so eine Tonne nennen, Katze. Und wenn es voll wie musste das Wale ausscheiden. Immer wieder nicht seekrank, hat sie geredet, wegen uns stolz. Und hat immer über andere gelacht und sie wieder. Und 16 Jahre alt. In einer Anfangszeit? Wie beschreibst du die Anfangszeit? Sehr viel Wut in groß Schnieper, Schlange und Wildtiere. Sehr viel. Eigentlich ein kurzer Orbit und ein bestes Lieder. Sehr viele Lieder eigentlich auch noch. Und was haben sie dann getan? Oder was wäre ihre Beschäftigung? Sie kommen aus Familie und dann das wäre Gemeinschaftsarbeit. In der Teil Industrie war. Der Bild aus erstet eine Church an, das gab da eigentlich nicht elektrische Sachen. Das war eigentlich sehr schwer, weil es keine Eier und so was gab. Und der hatte ganz wenig Essen, weil der hatte nur 3 Kilo Mehl pro Person. Die Menschen, die Kinder hatten, das kleinere Kinder, hatten dort eigentlich leichter, weil das Baby das dann auch 3 Kilo pro Person. Das musste aber für einen Monat ausreichen. Ja. Also der arbeitet sehr gut, weil sie mit will. Dann hat sie sich überall befriedigt mit meinem Opa. Und dann sieht Opa, wie Gott es hat uns nicht gelohnt, und so viel Lieder, Leute am Moorwaschtetage von hier. Und dann wäre sie doch geblieben, hat plus die Oma dazu auch mit wohl. Und wie läuft die auf dich, dass im vielleicht zu früher hier alles verändert? Eigentlich ist alles, weil es die Technologie hat. Und dass wir nicht mehr mit Balles und Pied Katsch haben. Wir haben Autos und Motorräder und ich. Vorräder, ein Traktor, was sie heute fährt, und Pflug mit Ass. Das wenig mit Traktor, was manchmal auch eine Kabine hat, eine Eierbeine hat. Willst du noch mal Triebwelle so leben als früher? Kannst du dir das vorstellen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Bist du zufrieden? Ja.